wir da nicht einen Arzt zu kriegen können, der das bescheinigt, dass Frau Grätz eine Frühgeburt, wenn die das zeitlich nicht begrenzt haben? Ich meine, wenn wir nachweisen können, dass Frau Grätz eine Frühgeburt war, ich meine, da würden wir doch eine Menge sparen. Köstlich. Aber umgerechnet ist es schon, nicht? 35 Zentimeter kosten 12 Mark. 1,80 Meter kosten 410. Und wenn man mal rechnet, sagen wir mal 5 mal 35, ja? Das wären dann 150 Zentimeter. Und 5 mal 5 sind 25. 1 Meter, 1,75 Meter kosten dennoch nur 60 Mark. Ich lasse mich jedenfalls nicht für doof verkaufen. 1,75 Meter Frühgeburt kosten demnach 60 Mal. 1,80 Meter gesunder, normaler Mensch. 410. Ihr denkt wohl, das merken wir nicht. Köstlich. So, wir gucken uns jetzt Reisenachsteinkirchen an. Bitte. Auf der Luft mitfahren. Aber Unterprivilegierte, wie ihr diese Typen nennt, also Frühgeburten und Gammler, die kriegen es hinten und vorne eingestellt. Ah, oh, was ist denn das hier? Ein Waschbecken. Geil. Was ist ein Rohr? Ach so. Ich hab gedacht, das ist ein Waschbecken. Hm, man kann sich ja irren, wa? Ich muss noch mal ganz ausdrücklich sagen, dass Leute, die mir immer wieder die gleiche Scheiße erzählen, wo ich das alles schon gehört hab und mir das schon aus den Ohren rauskommt, den möchte ich doch mal ganz dringend raten, mir was sagen, was ich noch nicht weiß, verdammt nochmal. Da kann man aber auch die Nerven verlieren. Wir bauen eine Falle. Das wird das Beste sein. Und die diese kleine Kalle wird ganz bestimmt hinein. Und ist der drin, dann lassen wir ihn nie mehr wieder heraus. Der Kalle sitzt in der Falle. Wie eine arme Maus. Oh Gott. Deine Gummibärchen in den Hintern. Dann zähl bis 100 und dann ruf deine Mami, du Armleuchter. Ah, hey, 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 baby. Well, you're driving me crazy. Ah, don't you get lazy. Ich hab den Stöpsel hier mitgebracht und die haben mir gesagt, zeig mir den Arsch schieben. Und ich hab ein Bild von meiner Mutti. Und das ist auch wertlos. Crazy words, crazy too. He'll be driving crazy soon. Fall down, down, fall down, 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 down. Napoleon marched his men, turned around and said to them, fall down, down, fall down, 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 down. Auf die Titten von meiner Mutter. Gibt's, machst du schon die Hose auf? Was ist jetzt hier los? Ab Samstag, wir blenden uns hier mal eben aus. Ab Samstag können Sie ab 20.20 Uhr. Die Frau hat auch Hühnerbrüste gehabt. Ganz klar Hängebüßchen. Thank you.
weiter mit der 13. Ja, und wir haben jetzt natürlich noch weitere Meldungen aus Europa. Wer sagt denn, dass der Frosch keine Haare hat? Ich hatte einfach keine Lust mehr mitzuspielen. Da hat gesagt, leck mal am Arsch. Aber nicht in dem Sinne, wa? Von meiner Mutter. Samstag? Gibt's, machst du schon die Hose ab? Was ist jetzt hier los? Ab Samstag? Wir blenden uns hier mal eben aus. Ab Samstag können Sie ab 20.20 Uhr. Die Frau hat ihre Hühnerbrüste gehabt. Ganz klar Hängebüßchen. Weiter mit der 13. Ja, und wir haben jetzt natürlich noch weitere Meldungen aus Europa. Wer sagt denn, dass der Frosch keine Haare hat? Ich hatte einfach keine Lust mehr mitzuspielen. Da hat er gesagt, leck mal am Arsch. Aber nicht in dem Sinne, wa? Mono, mono. Hä? Mene, mene. Mene, mene. Mene, mene.
wie einer Klavik falten. Die kriegst du auch mal. Jetzt ist aber genug, ja? Und ich sag dir noch eins. Wenn du hier so weitermachst, kriegst du hinterher kein Eis. Ich kauf mir selbst eins. Kannst du ja nicht, wenn ich dein Geld hab. Ich hab ja extra Geld. Ja nicht, hast du ja nicht. So, jetzt hab ich die Schnauze voll. Jetzt weißt du Bescheid. Nein, ich lasse mich nicht verarschen. Ich lasse mich nicht verarschen. Kerl, muss ich hier runter? Ich hab Rücken, ich hab alles. Ich hab die ganzen, alles hier erledigen. Weißt du, Vorsicht! Kerl, das soll mir alles recht sein. Meistens erkenne ich die auch so oder so am drömmeligen Gesichtsausdruck und alles. Hier ist doch schon so eine ganze Reihe mit Drömmelköppe hier vorne. So, wir gucken uns jetzt Reisen nach Steinkirchen an, bitte.